Willkommen zu Dark Souls 2 Skull of the First Sin. Hier ist wieder euer Gonzo und wir stehen im wunderschönen Majula, da wo ich gerne stehe. Ihr seht, ich bin nun ziemlich arm an Seelen. Ich habe einmal aufgelevelt. Ich bin einmal auf Belastbarkeit gegangen. Habe jetzt 37. Mit natürlich den Rittersringen 121 Belastbarkeit. Ich kann mit Havelschild schnell rollen, mit diesem Riesendauerlutscher. You've been long. Well. Gibt es denn noch mal neue Steine? Nee. Die könnt ihr sie ruhig nachfüllen, und zwar regelmäßig. Aber nein, leider nicht. No interest. Suit yourself. Ja. Ich habe eh schon die geilsten Sachen aufgestuft. Allerdings reizt es mich, es gibt so viele geile Schwerter, für die man eine hohe Geschicklichkeit braucht oder hohe Stärke. Die würde ich gerne tragen können. Dafür muss ich noch viel leveln und die würde ich dann auch gerne aufrüsten. Nur um dann im dritten Spieldurchgang zu gucken, wen ich damit alles platthauen kann. Zum Beispiel diese alten Riesenritter. Ja, mit so einem gigantischen Riesen-Ultra-Großschwert. Vielleicht kann ich die ein bisschen stunnen. So, schauen wir mal. Wir waren... Wo ist denn hier das Optionale? Ist das hier das Optionale? Moment. Wir haben drei Leuchtfeuerarten. Im Heiligtum der Drachen. Dreimal? Das ist ja merkwürdig. Hier ist es. Das erkenne ich doch wieder. Das ist der leichteste optionale Bosskampf. Allerdings ein bisschen tricky. Denn es sind drei Gegner. Einer davon ist Havel. Und ja, Havel wird ein bisschen gemolken. Er ist einer der beliebtesten. Er ist, natürlich eine geile Rüstung quasi. Die Rüstung ist beliebt, weil die hat einfach unendlich viel Balance. Mit so viel Balance, wie Havels Rüstung bietet, da muss man einfach nichts mehr fürchten. So sieht's aus. Warum bin ich eigentlich immer noch im Finsterniseid? Egal. Eine Frage, wenn ich Asketenleuchtfeuer verwende, kann ich den Finsterschleicher wiederbeleben? Könnte ich nochmal gegen ihn kämpfen? Das weiß ich nämlich nicht. Habgieriger Andrei, so sieht er auch aus, den nehmen wir mit, hat natürlich so eine Mütze an, die die Funddings erhöht, die Fundrate. Ruinierter Aflis, einer von Aldias Wissenschaftlern. Andrei, mit seiner Akunda Mütze, wahrscheinlich Franzose. Jetzt habe ich den Akzent versaut. Egal. Hey, guck mal, wir können was anzünden. Das würde ja Bock machen. Da hätte ich ja Bock drauf. Hey, guck mal. Rote Statuen. Guck mal, Gegner. Und ich sitze hier fest. Giftige Gegner. Und ich stecke fest. Ich stecke fest. Hört auf mich einzuschlagen. Ach, Dankeschön. Andrei. Hat mich durchgelassen, der Andrei. Mit seiner Schotel haut er zu. Boah, was zaubern die da? Fluch, ne? Die zaubern Fluch. Die Scheißdinger. Ich sehe nämlich gerade, wir bekommen keinerlei Schaden und keinerlei Statusveränderung, denn wir sind immun gegen Fluch durch die Krone. Och, ich liebe diese Kronen. Die Kronen sind geil. Geheime Wand? Nö? Okay. Ach so. Einer ist schon unten und kämpft. Wir sind immun gegen diese Scheißdinger. Wie geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Oh, das ist Stein. Stein! Warum jetzt auf einmal Stein und warum wird es mir jetzt angezeigt? Ich glaube, irgendwer stirbt da unten. Habgieriger Andrei stirbt gerade. Naja, wenn es sein Schicksal ist. Idiot, wenn du einfach so ins Loch fällst, kämpfe so gut du kannst. Ich mache hier oben erstmal Licht an. Ich gehe davon aus, dass das Licht anbleibt, wenn man es einmal angezündet hat. Andrei ist sowas von tot. Ja, da brauche ich nicht mehr lang. Du brauchst kein Licht anzuzünden. Ich mache uns Licht. Schon gut. Ist schon gut. Ich habe doch genug von diesen Schmetterlingsdingern. Andrei lebt. Andrei ist tot.
André ist tot. Wir stellen uns jetzt in irgendeine Ecke und warten auf die Gegnerscharen. Jetzt hau ich auch mal zurück. Boah! Dieser Dauerlutscher, was der abzieht. Das ist ja der Hammer. Okay, was die mir abziehen, ist auch Hammer. Guckt euch das an. Dieser Riesen-Dauerlutscher. Zack. Der haut die einfach weg. Das ist eine Freude. Der haut die weg, dass es eine Freude ist. Stirb. Ich komme nicht dran. Das Scheißding ist immun. Gegen Angriff ist es immun. Man kann diese Echse nicht töten. Das gibt's doch nicht. Ich habe gar keinen Bogen ausgerüstet. Könnt ihr aufhören, mich zu versteinern? Versteinerung ist einer meiner Schwächen. Da mache ich nichts. Ah, da kommt doch einer. Kommt her. Kommt zu mir. Au. Tot. Ach, wie geil das ist. Tot. Nein, doch nicht. Du bist doch nicht tot. Aflies. 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 Rette mich. Gerade so. Mein Hals, das macht der Kaffee. Das liegt nur am Kaffee jetzt. Zu viel Kaffee. Hört ihr diesen Pulsschlag? Das muss von diesen Steinpuppen kommen. Bitte einen kleinen Bogen. Der ist schwer, ne? Der ist nicht zu schwer. Cool. Oh, hier ist die Bogensteuerung wieder anders. Jetzt geht er weg. Jetzt hat er nämlich Schiss. Jetzt weiß er Bescheid. Jetzt kriegt er es nämlich voll drauf. So nicht, du. Du unkaputtbare Echse. Herr der Schildkröten. Davon gibt es hier so viele. Auch ihr werdet despawnen, wenn ich mit euch fertig bin. 500 Pfeile, kein Problem. Einer noch. So. Weil so viele Statuen hier drin, die versteinern. Gibt es dagegen irgendeine Immunität? Irgendwas, was verhindert, dass man versteinert? Ich lege es auch drauf an, ne? Ich stehe hier voll im Kreuzfeuer. Ich stehe voll im Kreuzfeuer, so. Tod. Wo ist die nächste dämliche Echse? Ich kann nicht verstehen, warum André hier gescheitert ist. Drachenamulett. Der arme kleine André. Ganz allein. Ich habe ihn überhaupt gar nicht bemerkt zuerst. Ich dachte erst, da fehlt doch einer. Wer kämpft denn hier noch? Ich sehe doch gar nichts. Und ich war total fasziniert von den Fackeln. Ich suche gerade auch hier weiter Fackeln. Irgendwo müssen doch hier Fackeln sein, oder? Zum Anzünden. Irgendwo ist doch was zum Anzünden. Du bist gut. Keine Mimik. Versteinertes Etwas. Wie kommt denn bloß das versteinerte Etwas hierher? Hm? Ich sehe schon, wir brauchen gleich Reparaturpulver. Wie sieht das eigentlich aus bei diesem Eisengigant? Wogegen ist der wohl empfindlich? Auch gegen Dunkelheit? Ist Eisen noch gegen Dunkelheit empfindlich? Ach komm schon, nur eine Statue. Das kann doch nicht wahr... Was? Zumindest zwei. Kann ich das Schild benutzen? Ja, ich kann auch einfach das Schild benutzen. Schön wuchtig. Das Pochen hat aufgehört. Kann es das schon gewesen sein? Keine Illusionswände. Das sieht aber so sehr nach Illusionswand aus, oder? Warum ist das Pochen weg? Ich habe doch noch gar nicht alle. Jetzt könnten wir auch gerade mal einfach die, nur so aus Jux und Dollerei, die Krone wechseln. Hier. Krone des Weißen Königs. Die heilt jetzt permanent. Jetzt pocht's wieder. Es pocht. Jetzt nicht mehr.
Jetzt bekommen wir permanent die... Das ist unnütz, ne? Hier alles kaputt zu hauen. Die kommen nämlich immer wieder. Die sind jedes Mal wieder da. Ich suche eigentlich nach Fackeln. Mir geht's nur um Fackeln. Da liegt ein Gegenstand. Komm, wir hören jetzt auf, die Dinger zu zerschlagen. Das ist reine Spielerei. Ich gucke mich hier halt ein bisschen um. Wir suchen diesen einen Gegenstand. Ach, es geht ein Leuchtfeuer. Dreimal. Super. Ich habe inzwischen über 50 Stück. Ich bin immer zu Grendal zurückgegangen und habe mir alle gekauft, die er hatte. Und jetzt habe ich jede Menge Asketenleuchtfeuer. Vielleicht reicht es ja aus, um sämtliche Leuchtfeuer im Spiel noch einmal hochzusetzen. Na, wie wäre das? Nur so zum Spaß. Um das Spiel anzupassen. So, hier waren wir überall. Das kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo eine Fackel steht. Ich weiß, die Fackeln sehen aus wie Puppen. Nur mit Holz obendrauf. Mit Holz auf die Hütten. Da, hier, hier ist eine. Inventar. Und immerhin 36 haben wir. Da müssen wir uns jetzt nicht drum sorgen. Ich weiß, ich brauche gerade ein bisschen lange. Ne? Ich stehe ein bisschen an derselben Stelle rum und sehe mich hier um. Aber das hat ja auch alles seinen Zweck. Ich will die Fackeln suchen. Das machen wir auch nur einmal und die nächsten Male laufen wir halt durch. Da geht das alles schneller. Und überhaupt müssen wir rausfinden, wo es weitergeht. Eine einzelne Fackel hier. Waren wir hier schon? Sackgasse? Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht. Das sind alles Sackgassen. Hier sieht's gut aus. Hier sind noch so viele lebendige von den Statuen. Ja, hier geht's tatsächlich weiter. Noch schnell eine anzünden. Und dann springen wir hier gleich runter. Das sieht nicht gut aus. Das erinnert mich an was. Ich glaube, da kommt was Böses, was Hartes, was Gemeines. Hier sind wir noch safe. Aber ich glaube, der ganze Gang vor uns. Ein langer Gang. Ist das schon der Gang zum Boss? War es das schon? Ist das das ganze Boss-Korridor-Laufgebiet? Ich dachte, das ist länger. Da verwechsel ich das mit einem anderen Bossgebiet, oder? Genau, mit dem Schmelzer. Ich dachte die ganze Zeit an den Schmelzer, weil ich mich gefragt habe, wogegen der eigentlich empfindlich ist. Weil der einen anderen Schaden macht als der eigentliche. Also das Problem dabei ist, der Eisenschmelzer hier macht keinen puren Feuerschaden. Was das Problem ist, dass ich sonst immer mit dem Feuerschild, also mit dem Steinschild der Girms gekämpft habe. Und das ist empfindlich gegen... Nee, es ist gar keine... Ich dachte, hier wäre wieder eine Echse. Dieses Schild ist nicht so gut gegen Magie. Und ich glaube, der Schmelzer macht eine Kombination aus Magie und Feuer oder so. Und deswegen war das einfach nicht das beste Schild. Jetzt habe ich aber Harvilds Schild, was so gut wie gegen alles hilft. Das ist ein mega Allround-Schild gegen alles. Und ich bin zwar nicht mehr immun gegen Feuer, aber ich glaube, gegen gegen den Eisenschmelzer komme ich jetzt besser klar. Ich habe die Echse nicht erwischt. Aflies. Ich brauche nachher auf jeden Fall einen. Zumindest ein Phantom muss übrig bleiben. Gegen die ganzen Schergen, gegen die ich gleich kämpfe. Also Aflies muss überleben. Aua, das zieht aber ab. Versuch's nochmal. Versuch's nochmal. Komm. Ja. Stirb. Sonst ist heidlich am Arm vorbeigehackt. Mal gucken, ob ich den Bosskampf beim ersten Mal packe. Der wird hart, aber mit Dunkelheitszaubern. Die sind sehr effektiv. Da kommt ein riesiger Wurm raus. Mit dem habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Könntet ihr ein bisschen stehen bleiben, ihr Echsen? Ihr stört mich. Die despawnen doch auch. Wurm! Du störst, Wurm! Die einzige Attacke des blöden Wurms. So. Der ist gleich Geschichte. Ach,
Ach, da haut die jetzt zu. Nein! Guck mal, der kann mich noch nicht mal richtig verletzen. Der schubst mich nur mit seinem Hals. Du bist eine Fackel. Interessant. Den Luxus gönne ich mir. Wir zünden doch mal hier an. Vielleicht kommen wir öfters durch, wenn wir es beim ersten Mal nicht schaffen. Ich weiß, es gab eine mega geile Taktik. Es sind drei Gegner und einer bleibt auf Distanz. Damit müsst ihr rechnen, einer schießt mit dem Bogen von weit hinten. Das macht es alles nicht sehr einfach. Gegen die ersten beiden zu kämpfen, während der andere von hinten schießt, ist wirklich arschgefährlich. Aber die sind natürlich alle empfindlich auf Dunkelheit, weil es alles Menschen sind. Drei Menschen. Quasi drei PvP-Gegner auf einmal. Dunkelheit ist hier Trumpf, deswegen lasse ich auch dieses geile, riesige Lutscherschwert. Grabesfürsten oder so. Ich vergesse den Namen davon. Es ist Gruft-Schwarzschwert. Finsternis auf plus 5. Nitos-Schwert. Obwohl das natürlich in Dark Souls 1 geiler war, das Nito-Schwert. Moment. Fluch, oder? Nee, Stein, 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 Stein. Ich dachte, da kommt eine Fluchstatue. Nein, das ist eine scheiß Steinstatue. Ich guck die mir nicht nochmal an, nee. Wie gemein. Wie gemein das ist. So, ihr seht, die Krone hat wirklich nur ein winzig kleines bisschen aufgefüllt. Im Gegensatz zu der Eisenkrone, die uns arsch viel an Dings wiedergibt. Einfach so verdammt viel an Zaubern wiedergibt, ist die wirklich schwach. Okay. Finsterniskugel. Wir haben die richtige Krone auf. Wir sind bereit. Wir gehen in Deckung. Wir müssen sowas von in Deckung gehen vor diesem blöden Bogenschützen. Kommt erstmal her. Ihr seht, der hat Riesenpfeile. Könntest du bitte irgendwas versuchen? Ah. So, hoffentlich trifft mich jetzt der Bogen nicht. Natürlich Havel. Havel, du Drecksack. Jetzt ist Havel auf mich heiß. Havel, ich hatte schon Probleme mit dir. Wir kennen uns bereits. Du weißt es nicht. Ja, also von da oben machst du mir nichts. Glaube ich. Hoffe ich. Seht ihr, bis jetzt läuft das alles ziemlich gut. Von hier aus alles ganz gut. Immer schön in Deckung bleiben. Magie-Spam. Aua. Da trifft mich aber doch dieser dämliche Pfeil. Und ihr seht, halbes Leben weg. Das halbe Leben ist weg. Gleich ist die Finsternis auch verbraucht. Havel, nein, der heilt sich, der Drecksack. Das kann der. Und Finstergeist besiegt. Ich hab dein Schild, Alter. Ich hab... Oh, dein Schild runtergenommen. Ach, verdammt. Aus irgendeinem Grund wollten die jetzt nicht an mich ran. Könntest du bitte runterfallen? Okay, komplett ohne Hilfe wird das hart hier. Ach, Magie ist leer. Oh nein. Oh nein. So nicht. So nicht. Da kommt er von hinten. Zum Glück haut er nicht so hart zu wie der echte Havel. Nein. Ah, da kommt er. Nein, hinter mich. Das ist verdammt. 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 Kommt der einfach hinter mich, dieser Sack. Das ist ein Problem, sobald man alleine ist. Umkreisen die einen. Der eine auf Distanz, zwei nehmen einen in die Klammer. Das wird schwer. Einfacher ist es, wenn die einfach mitgenommen werden. Wir müssen diesmal zwei mitnehmen. Und wenn einer von denen so ein bisschen weiter weggeht, da unten ist noch ein tieferes Gebiet, wenn die beiden dann ein bisschen verschwinden. Und man ist wirklich alleine. Mit einem von denen, dann geht das. Man macht einfach einen platt. Dann wird man noch nicht in die Zange genommen. Ich glaube, ich nehme gleich noch eine Folge auf. Dann habe ich zwar eine vierte Folge noch für die nächste Woche schon.
Aber ich kann ja jetzt hier nicht gleich ausmachen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen rein. Vielleicht machen wir auch noch einen Versuch. Ich meine, vielleicht geht es ja jetzt schneller. Ne? Jetzt ist alles heller. Jetzt sehe ich die Bosse, hier die Gegner auch viel früher. Das ist doch schön. Aua. Sie töten mich instant. Cool. Ich konnte wieder nicht nach hinten. Wegen François. François. Guillaume de Tesserac, der hinter mir stand. Der gierige Lappen. Und mich nicht ausweichen ließ. Vielleicht wäre der gierige Lappen im Bosskampf auch besser. Mr. Gierlappen. Nö, in dem Falle hat sich das erledigt, glaube ich. Wir machen beim nächsten Mal einfach da weiter. Jetzt sind die Seelen auch weg, ne? Hatte ich Seelen? Die sind weg. Egal. Das sind alles Peanuts. Höhle der Toten. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon hier von euch. Und vielleicht habe ich es geschafft, das hier in geil zu rendern, oder? Vielleicht ist das hier geil gerendert. Endlich so schön, wie Dark Souls wirklich ist. Das seht ihr dann auf 1080p. Ihr müsst nicht hochskalieren. Der Rest ist Blödsinn. Es ist nur hochskaliert, damit YouTube mir die Form nicht kaputt macht. Ne? Die Grafik. Nicht mehr. Ich will mir das nicht mehr bieten lassen. Ein paar Projekte werden jetzt schöner dargestellt, damit ihr sie in voller Schönheit genießen könnt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Macht's gut. Ciao, bye bye. Euer Gonzo aus Dark Souls 2. Scholar of the First Sin.